dass wir ihn doch noch gefunden haben und auch überreden konnten zu sprechen. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Weil ich weiß, dass in einer solchen Situation ein Interview zu geben, in der Öffentlichkeit dann auch zu sprechen, nicht so einfach ist. Lorenz, das Allerwichtigste erstmal, dir geht es gut. Hast du irgendwelche Blessuren? Nee, soweit körperlich nichts. Körperlich nichts, klingt aber danach, dass seelisch was ist. Es ist doch schwierig, irgendwie es in Worten zu fassen, aber ja, um ehrlich zu sein, ich schmeiß jetzt einfach mal ehrlich raus, ob es peinlich ist oder nicht. Einfach der wahrscheinlich dümmste Moment, den ich mir erinnern kann. Die ehrliche Variante ist einfach, erstens mal mein Bruder und ich, wir lieben uns über alles. Wir fahren Rennen, seit wir klein sind, seit wir ganz... Der ganze Jungs sind. Wir sind bei dir und du bist nicht alleine. Und das ist Sport und das ist etwas, was uns alle natürlich berührt. Und dass euch beiden das passiert ist, das ist natürlich eine unfassbare Geschichte. Umso mehr noch großen Respekt, dass du uns auch deine Gefühle mit den vielen, vielen Fans auch deine Gefühle teilst. Und ich habe deinen Bruder auch gefragt, ob er schon mit dir gesprochen hat. Da hat er gesagt, nein, wir hatten noch keinen Kontakt. Habt ihr mittlerweile Kontakt gehabt? Ja, wir haben gerade gesprochen, aber... Ich versuche mal das Rennen zu reden. Seit wir klein sind, fahren wir gegeneinander. Wir fahren ja beide unseren absoluten Traum. Und in unserem Leben wollten wir halt noch nie gegeneinander verlieren. Und in dem Moment kann ich nur sagen, dass einfach das Hirn abschaltet und der Bruder kämpft oder wie auch immer. Wusstest du in dem Moment, dass dein Bruder neben dir ist? Ihr wusstet das beide? Ja, sonst hätte ich schon längst zurückgezogen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich kann es im Moment noch nicht ausfassen. Es war einfach unheimlich dumm. Und mir tut es jetzt auch, ich habe mit ihm gesprochen, weil er ist scheinbar auch voll mit Emotionen reingekommen und wollte nicht mehr fahren. Weil es einfach, ja, dass einfach der Bruder Kempf hat die Übernahme genommen und das Hirn ist ausgeschaltet. Und das ist eine absolute Dummheit von meiner Seite auch. Ich bin ihm überhaupt nicht böse, im Gegenteil. Aber sowas darf nicht passieren. Und ja, mehr. Mir tut es unheimlich leid, vor allem. Ich merke in dem Moment nicht draus sagen. Ich finde das ganz, ganz tolle Worte und jetzt mache ich es einfach mal. Ich ziehe den Hut an dieser Stelle vor Lorenz Fantor, dass du hier sprichst und dass du deine Emotionen mit uns teilst und vor allem, dass du auch so ganz klar die Verantwortung übernimmst. Das sehen dich übrigens alle so. Insofern das Wichtigste, dass es mit deinem Bruder gut ist und dass ihr gut miteinander sprecht und genau dabei auch bleibt. Das ist das Allerentscheidendste und Wichtigste. Deine Family ist hier, deine Tochter ist hier. Genieß jetzt diese Zeit und drück deinem Bruder jetzt die Daumen. Dankeschön, Lorenz. Ganz, ganz nett. Vielen, vielen Dank. Dem schließe ich mich.